Wir sind nicht entdeckt worden. Aber es gibt ein Problem hier, oder? Achso, ja, das Ticken war übrigens die Uhr oben, dass wir noch eine Viertelstunde haben, aber was ist jetzt da gerade passiert? Wir sind jetzt alle in das Gebäude rein, da qualmt es jetzt grün raus, das ist nicht so gut. Михаил, ты там в порядке? Да, просто не заходи внутрь. Здесь супер опасно. Похоже, что бомба была внутри этого здания. Я уже подорвал бочки. Что ты наделал? Это же радиоактивные отходы. Да, лучше подожди. Пока пыль не уляжется. У меня кружится голова просто от взгляда на все. Просто сотри все на этих серверах, ладно? В руководстве говорится, что вы можете передать только одну команду, прежде чем система безопасности обнаружит вас. Так что не ходи кругами. Просто сотри все данные. Okay, der Mikai war gerade in dem Gebäude drin, das er in die Luft gejagt hat, wo jetzt grüner Rauch rauskommt, der quasi radioaktiv ist. Okay, netter Kerl, aber er hat schon wieder was von Tutorial gesagt, der Arsch. Der verarscht uns echt voll, das geht gar nicht. Okay, wir haben jetzt Zugriff auf den Computer, wir wollen jetzt hier etwas über Tatjana finden, schauen wir mal. Tatjana, wo du hier? Wir haben hier eine Memo gefunden. Und zwar, worum geht's denn hier? Documents pertaining to the 1986 incidents are particular interest to our mission. Sudden bouts of amnesia, delusion, paranoia, random disappearance. All data on these subjects is to be considered classified. The data uncovered so far indicates that several of the patients diagnosed with delusions around that time have been reported as missing. Medical assessments indicate that the subjects became increasingly driven about their mission, recklessly attempting to detangle imaginary conspiracies and accusing their doctors and guardians of withholding information about their whereabouts of the patient's associates, usually women that seem to have never existed. Das kommt mir doch so ein bisschen bekannt vor, oder? We have recently matched the DNA of one of these detainees to a body found in a shallow grave in the woods in the Kobachi area. His name was Vasil Balanchuk. The cause of death was determined to be a bullet to the back of the head from a Nagant revolver, and the time of death is believed to be around 1989. However, it is possible some of these patients are still in the exclusion zone and might try to sabotage the NAR operations. Use of the lethal force is authorized. Okay. Das hört sich nicht so gut an. Aber es hört sich ein bisschen bekannt an. Oh, was passiert? Egal. Mission erfolgreich. Sehr schön. Hack NAR Server. Wir sind jetzt fertig. You have finished your first quest. You can use the portal generator from your inventory to go back to the refuge. Ich glaube, das machen wir auch gleich. Hier ist nicht mehr allzu viel zu holen. Wir nehmen jetzt noch ein paar Materialien auf. Oh. Oh, ja. Ja, wir sollten schon aufpassen, wo wir hinlaufen. Das war jetzt vielleicht nicht die klügste Idee, da reinzulaufen. Aber ich wollte es haben. Ich wollte es sammeln. Da sollte man auch nicht unbedingt hin. Dieser Sumpf, der stinkt ja nur vor Radioaktivität. Das sieht man ja schon. Was haben wir hier? Elektronische Teile. Wie geht's hier weiter? Kann ich vielleicht auch sogar doch noch in das Gebäude rein? Er hat ja gesagt, warte. Генерал сказал, что это просто радиация. Радиация? Ты видел Горана? Его колено сгибается в другую сторону. Дерьмо. Вот теперь и я напуган. Давай поскорее найдем эту штуку и свалим.
Ich habe keine Ahnung, was das gerade für ein Gespräch war. Was das zu bedeuten hat. So, aber in das Gebäude werden wir nicht reinkommen. Okay, dann benutzen wir jetzt unseren Portalgenerator. Aber irgendwie das Gespräch jetzt gerade komisch. Hören wir vielleicht Stimmen aus der Vergangenheit oder sowas? Ich bin wirklich noch sehr verwirrt. Ah, warte mal, das können wir noch probieren. Kommen wir darauf? Jawohl. Ach so. Ah, da ist noch ein Fragezeichen. Das würde ich schon ganz gerne noch machen, Leute. Die Musik her. Irgendwas ist hier. Ich muss ins Erdgeschoss. Ich glaube, das kommt von da. Jetzt ist nur die Frage, wie komme ich in das Erdgeschoss rein? Meine Taschenlampe hat gerade den Dienst versagt. Aber ich komme da doch nicht rein. Mist. Also, schon groß. Also, die Musik ist cool. Die gefällt mir tatsächlich. Die weckt die Stimmung auf jeden Fall. Diese Horrorstimmung. Ah, hier, da müssen wir lang. Ah, da war ich ja vorhin fast schon, habe aber umgedreht. Hier müssen wir noch hin. Da finden wir nämlich nochmal jemanden. Oh, und da scheinen auch noch Soldaten zu sein. Jetzt warte mal, wir haben ja noch 10 Minuten. Also jetzt können wir eigentlich machen, was wir wollen. Die Mission an sich ist ja geschafft. Wir müssen dann halt einfach nur dann ziemlich schnell unseren Portalgenerator rausziehen. Wo ich mich auch frage, wie wir an einen Portalgenerator herankommen. Wie komme ich denn jetzt da hinten? Wie war denn das? Da war ich nämlich auch schon. Nur da in dem Gebäude da oben war ich noch gar nicht drin. Also drum war ich jetzt da auch echt ein bisschen überrascht tatsächlich. Ah, hier geht's weiter. Perfekt. Jetzt muss man nur aufpassen. Ich habe da ja einen Soldaten gerade gesehen oder er hätte uns gesehen. Ja, da steht er. Seht ihr ihn? Da vorne. Den versuchen wir mal zu ignorieren. Wir müssen jetzt da noch irgendwie in dieses Gebäude rein. Jetzt Taschenlampe wieder her damit. Wie kommt man nochmal da rein? Ach, das ist schon wieder alles vergessen. Das ist eine Möglichkeit gewesen mal. So, da vorne, der Soldat. Zwei Soldaten. Oh. Seht ihr das? Da ist ein Schatten oder ein Mensch. Irgendwie sowas ist abgebildet. Ah, Mist. Aua. Der hat gesessen. Jetzt hier schnell da rein. Ah, hier oben war ich aber auch noch nie. Boah, da sind ganz viele so Schemen. So Schatten dran. Das ist ja gruselig. Ah, okay, ich glaube, sie haben aufgegeben, nach mir zu suchen. Ist sehr gut. Jetzt gehen wir mal hier rauf. Da war ich ja noch nie. Diese Dinger sind auch noch sehr interessant. Also ich glaube, wir werden wahrscheinlich noch öfters hierher kommen. Das habe ich auch schon an anderer Stelle gesehen. Ja, natürlich rennt er weg. Was denkt ihr denn? Die habe ich schon an anderer Stelle gesehen. Also ich glaube, hier verbergen sich noch Geheimnisse. Wir werden wieder zurückkommen, um diese lüften zu können. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Ob wir das im Rahmen der Demo tun, das weiß ich nicht. Werden wir aber auch bald noch herausfinden. So, die Soldaten habe ich abgehängt. Hoffe ich. Oh nein, nicht schon wieder eine Puppe. Das ist diesmal eine andere Puppe, okay. So, das haben wir vorhin gesehen von der anderen Seite. Da gibt es jetzt nichts zu holen. Aber hier, da gibt es was, und zwar was Brennbares. Das sammeln wir natürlich auf. Oh, ich bin schon voll verwirrt hier. Warte mal, wie bin ich denn nochmal zu dem Typen da hingekommen? Es gibt nämlich hier noch einen Stalker irgendwo, da kann man nochmal Erfahrungspunkte sammeln. Hier waren wir vorhin übrigens. Ach so, ha, okay. Nee, passt. Was haben wir hier? First Aid Medizin. Sehr gut. Einmal hier. Hä, ich bin verwirrt. Wie komme ich denn jetzt hier an diesen anderen Stalker heran? Mist, jetzt muss ich da echt an den Soldaten nochmal vorbei, oder wie? Nein, ich friere nicht ein. Also ich laufe schon davon. Keine Sorge. Ach, der war hier drin in dem anderen Gebäude jetzt. Der war hier drin. So, rein da. Die Soldaten werden mich hoffentlich schon wieder verloren haben. Hier, Dark da drin. Person found mumbling madman. Oh, ich dachte, man kann mit dem reden. Heute nicht. Okay. Müssen wir leider aufpassen. Ich glaube, der tut sich selber dann auch weh. Ah, keep your eyes open. Na. Mach sie zu. Mach sie zu. Hier gibt es eh nichts zu sehen. Genauso wie es hier auch nichts zu holen gibt irgendwie. So, mal schauen, können wir jetzt mit dir reden? Nee, schade. Der singt normalerweise, glaube ich, auch irgendwie so ein Lied oder sowas singt der. Na gut, ist egal. Ich würde sagen, wir sind jetzt hier fertig. Wir gehen mal nach Hause. Gut, hier die Stimmen hören sich eher an wie so nochmal eine Wiederholung. Das haben wir ja schon mal gehört. Die Kommunikation zwischen Igor und Michael. Und da vorne steht jetzt Olivier. Работает. Это действительно работает. Теперь ты мне доверяешь? Во всем, что касается науки? Да. Лично? Нет. Я думаю, ты с ума сошел. Это все, что ты хочешь сказать? Нет. Сумасшедший ты или нет, но я все еще отчитываюсь перед тобой. Робот Грипси, вот начнешь с вами. Флайн или Дешешамус? Флайн, я, конечно, не рад этому, но я должен уважать иерархию командования. Also, da hat Olivier gerade nochmal gesagt, er ist zwar nicht sehr glücklich darüber, aber er achtet die Kette der Befehle, also quasi wir stehen über ihn und wir sollen uns um die Essensration kümmern. Jetzt gehen wir zurück zu unserer Basis und dürfen jetzt gleich mal die Essensration verteilen und auch die Erfolge begutachten. Vielleicht hat es der Olivier ja auch geschafft. Ja, tatsächlich, Olivier hat seine Mission bestanden, sehr gut, dafür kriegt er Essen und zwar eine Portion. Auch wir bekommen eine Portion, achso, hier ist Ben, hier auch nochmal eine Portion, so hat jeder eine Portion bekommen. Und dann machen wir weiter. Achso, hier sehen wir noch, was Olivier bekommen hat auf seiner Mission und zwar sieht das hier nach 4 Metallteilen aus. Jetzt kriegt erstmal jeder Essen, eine Ration. Ich hoffe, damit ist jeder glücklich und zufrieden. Und jetzt haben wir hier wieder diese wundervolle Aussicht.
Das war Tag 1. Wir sind jetzt am Abend angekommen. Wir werden jetzt vielleicht nochmal ganz kurz ein kleines bisschen uns hier in unserer Basis umschauen. Wir können ja mal kurz schauen, was wir so alles bauen können noch. Dafür ist jetzt nämlich der Abend da. Da steht ja auch schon: During the evening you can build new upgrades for your base and spend time with companions. Genau das können wir noch machen. Wir gehen zu Olivier. Hey, Olivier. Und wir können uns jetzt entweder einen Radschlag abholen, wir können trainieren, was uns neue Skills verspricht, ihn entfernen, also ihn rauskicken, sagen, geh nach Hause, oder halt einfach nur wieder gehen. Wir trainieren mal noch kurz mit ihm. Если что-нибудь, что ты еще хотел бы сделать? Если хочешь выжить в зоне боевых действий, ты должен тренировать навык стрельбы. Могу дать тебе несколько направлений, но на это потребуются твои силы и время. Я с тобой нянчиться не буду. Ja, mach mal, okay, trainier mal. Приготовься и следуй за мной. Und zwar trainieren wir jetzt das Schießen mit Olivier. Okay, вот как мы поступим. Начнешь стрелять по моей команде. Я дал тебе 5 пуль. Вот 5 целей. Каждый выстрел на счету. Готов? Огонь! Alles klar. Da habe ich mich beim ersten Mal... Das war ziemlich peinlich, da habe ich mich voll übernommen, habe ich gesagt, kein Problem und habe alle runtergekickt. Bei den ersten vier habe ich mir Zeit gelassen, bei den letzten habe ich mir gedacht, ah, easy, mach mal schnell und dann habe ich voll daneben geschossen, das war ziemlich peinlich. Aber jetzt haben wir es geschafft. Итак, что насчет твоей меткости? Отличный счет. Неплохо, неплохо. Dankeschön. Unsere Beziehung zu Olivier hat nun Level 2 erreicht. Keine Ahnung, was das bedeutet. Werden wir früher oder später auch noch herausfinden. Спасибо, что позволил мне обучать тебя. Хорошо чувствовать себя нужным. Ja, du, kein Problem. Also, ich meine, würde ich dich nicht brauchen, hätte ich dich nicht in meinem Team, oder? Könnte man gemeinerweise sehr sagen. Wir bauen jetzt hier noch mal kurz ein bisschen was. Wir können ja mal reinschauen. Und zwar können wir jetzt hier zum Beispiel ein paar Schränke bauen. Für unsere Sachen, um sie unterzubringen. Oder hier können wir zum Beispiel ein Regal bauen. Oder hier einen Waffenschrank. Den würde ich jetzt ganz gerne bauen. Okay, ich würde ihn ganz gerne bauen, aber anders. Jetzt muss ich hier drehen. Genau. Ich wollte den Waffenschrank natürlich besser positionieren, nicht einfach mitten im Raum. Da bringt er mir ja herzlich wenig. So, einmal hier reingestellt. Perfekt. Und jetzt können wir den aber leider irgendwie auch noch nicht benutzen. Das ist auch noch ein bisschen komisch. Werden wir aber auch noch mit der Zeit herausfinden. Ich schlage vor, wir gehen jetzt mal noch in unser Privatgemach. Legen uns dann ins Bett. Und dann sehen wir uns im nächsten Tag wieder. Vorher jedoch noch eine Sache, und zwar in unserem Raum steht hier eine riesige Tafel. Hier können wir alles nochmal rekapitulieren, was wir gefunden haben. Wir schauen mal rein. Wir haben jetzt hier zum Beispiel ein Bild von irgendeinem Laden oder sowas. Ich kann das hier oben halt leider nicht lesen. Dann die Spieluhr, hier der Brief, den wir gefunden haben über die zwei Männer, die sich merkwürdig verhalten, und diese E-Mail. Das haben wir. Hier sehen wir Investigation Status, Facts 1 of 2 und Clues 3 of 6. Also wir sind noch dran. Keine Ahnung, was passiert, wenn wir Fakten 2 von 2 haben. Werden wir aber hoffentlich am nächsten Tag herausfinden. Bis hierhin habe ich bis jetzt immer gespielt. Das heißt, Tag 2 wird dann mal was Neues für uns. Wir legen uns jetzt hier noch kurz ins Bett. Jawohl, wir wollen schlafen gehen. Mehr können wir jetzt hier im Moment ja noch nicht machen. Um den Basenbau kümmern wir uns ein bisschen später. Jetzt Tag 2, The Refuge, Morning. Use the Investigation Board to keep track of your research. Ja, das haben wir ja vorhin schon alles gemacht. Und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich von euch. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Chernobyl Light. Bis dann, passt auf euch auf. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, lasst mir ein Abo oder Like da, ich würde mich wie immer sehr darüber freuen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.